Willkommen Leute zu einem neuen Unboxing-Video hier auf JJC Pictures und ich habe die neuen Tolino-Geräte hier. Jetzt passend zur Herbstjahreszeit, das ist ja so die Lesesaison, gibt es hier neue Tolino-Geräte. Und zum einen den Tolino Vision 5 HD und den Tolino EPOS 2, die werde ich jetzt auspacken, also wie immer viel Spaß dabei. Ja, an erster Stelle mal vielen, vielen Dank an Tolino, die mir die beiden Geräte zum Testen zur Verfügung gestellt haben. Und ich bin sehr gespannt darauf, denn ich persönlich besitze ja privat einen Tolino Vision 4 HD und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden. Allerdings gibt es ja jetzt doch große Neuerungen, was den Vision 5 betrifft. Und der EPOS 2, den wollte ich mir auch mal gerne anschauen, ob diese 1 Zoll Größe, ob das überhaupt was ausmacht beim Lesen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Vision 5 HD an und packen den aus. Den anderen tun wir dann erstmal zur Seite. Dann kann ich euch auch mal gleich die Größenunterschiede zeigen. Denn der Tolino Vision 5 HD ist nochmal einen Zoll größer als eben der 4, den ich ja hier habe. Ich lege den einfach mal zur Seite, dann könnt ihr das gleich im Vergleich sehen. Hat natürlich auch die gleichen Features wie Wasser Protection als auch dieses Smart Light, was sozusagen die Farbtemperatur im Wandel des Tages auch mitverändert, was ich sehr, sehr wichtig finde. Das ist ein gutes Feature, was ich auch sehr oft nutze. Und gleichzeitig ist hier auch das neue Software-Update drauf, was eine große Funktion mit sich bringt, die eigentlich so simpel klingt, mich allerdings ein bisschen gestört hat am Anfang, denn ich fand das Licht auf der kleinsten Stufe beim Vision 4 HD ein bisschen zu hell und das wurde jetzt mit dem neuen Software-Update auch eben verbessert. Genau, ich würde sagen, wir machen das Ganze mal auf. Die Verpackung ist sehr schick und schön gestaltet. Hier sehen wir auch schon den neuen E-Reader, der ein komplett anderes Design hat. Schauen uns natürlich ganz klassisch in Unboxing-Manier erstmal an, was sonst noch dabei ist. Eine Schnellstartanleitung und im Grunde die neuen Geräte. Hier fehlt übrigens noch der Tolino, wie heißt der denn? Der Tolino Page 2, glaube ich, ist es, der auch noch neu vorgestellt wurde. Und da ist ja Tolino relativ stolz drauf auf dieses Kabel. Das ist nämlich ein Micro-USB-Kabel, was allerdings in beide Seiten eingesteckt werden kann. Sprich, es ist ähnlich wie USB-C von der Funktionalität, aber es ist leider kein USB-C. Das ist, finde ich, im Jahr 2019 bzw. bald auch schon 2020 auf jeden Fall ein Kritikpunkt wert. Denn gerade wenn man sich mal die Lebenszyklen der einzelnen Geräte anschaut, die sollen ja auch ein bisschen länger als ein, zwei Jahre halten. Und spätestens dann wird sich USB-C so weit durchgesetzt haben, dass es ein bisschen schade ist, dass es an dem Gerät hier eben immer noch Micro-USB gibt. Gerade wenn man so ein bisschen in die Zukunft denkt. So, aber ich würde sagen, wir kommen zum Gerät selber. Hat eine matte Oberfläche, liegt ganz gut in der Hand. Gerade die Rückseite gefällt mir ziemlich gut, weil die so leichte Poren hat. Fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm so in der Hand erstmal an. Ist im Vergleich, ich würde sagen, fast gleich schwer wie der Vision 4 HD. Allerdings sieht man auf jeden Fall, dass das Display größer geworden ist. Genau, wenn man die jetzt mal so übereinander legt, dann sieht man natürlich trotzdem, dass die Seite ein bisschen länger ist, weil man eben diese Umblättertasten jetzt hier hat. Aber von der Höhe her ist da jetzt kein Unterschied groß auszumachen. Was ich cool finde, ist auf jeden Fall, dass die Display-Ränder dünner geworden sind. Das sieht auf jeden Fall moderner aus, fühlt sich gleichzeitig auch ziemlich gut an. Und wir haben hier so eine leichte Abkerbung, was ganz gut so in der Hand liegt eigentlich. Müsste man natürlich dann erstmal beim längeren Lesen testen. Der Anschalter befindet sich jetzt auf der Rückseite. Ansonsten, wenn ich mal hier so rumgucke, wie gesagt, hier der Ladeport, den wir hier haben. Ich würde sagen, ich mache mal die Folie ab und dann können wir uns das Display einmal ansehen. Also es ist ein 7 Zoll Display, ist wie gesagt 1 Zoll größer geworden als beim vorherigen Gerät. So, ich schalte es mal ein und besitzt auch wieder die gleiche Auflösung wie eben der Tolino Vision 4 HD, beziehungsweise nicht die gleiche Auflösung, sondern die gleiche Pixeldichte, weil die ist natürlich hier dementsprechend auch mitgewachsen, wenn eben sich auch das Display vergrößert, geht dementsprechend dann auch die Pixel pro Zoll sozusagen hoch. Und während der hier startet, kann ich mal den EPOS 2 parallel aufmachen. Genau, ähnliche Verpackung, ähnliche Features. Eigentlich ist der größte Unterschied, wie gesagt, einfach das Display, das ist ein bisschen größer. Im Vergleich zum Kindle Oasis, was ja 230 Euro kostet, ist der hier deutlich teurer. Der kostet nämlich 300 Euro, was schon echt eine Ansage ist. Und da bin ich mal gespannt, ob das sein Geld wert ist, das Gerät. Aber das wird sich dann im Review klären. Generell, wenn ihr ein Review zum Tolino Vision 4 HD sehen wollt, dann schaut auf meinem Kanal vorbei. Ich verlinke euch das auch nochmal hier oben. Dann könnt ihr da ganz einfach reinschauen. So, also klappen wir das Ganze mal hier an der Seite auf und da sehen wir schon den EPOS 2, der schon echt deutlich größer ist, aber natürlich, wenn man sich den jetzt im Vergleich zum Vision 5 HD ansieht, ziemlich ähnlich aussieht vom Design. Hier haben wir auch wieder das gleiche Kabel, ich würde sagen, ich lasse es jetzt erstmal hier drin und auch wieder eine Schnellstarteinleitung. So, das auf Seite gelegt.
auch hier einmal abgezogen. Neues Feature auch beim EPOS 2, das Glas soll ein bisschen bruchsicherer sein, ist natürlich jetzt auch wassergeschützt. Ich glaube bis zu 60 Minuten bei 2 Meter Wassertiefe, aber nagelt mich darauf jetzt nicht fest, da bin ich mir nicht ganz sicher. Was ich sehr cool finde beim EPOS 2 im Vergleich zum Vision 5, dass wir im Grunde die Displayfront haben, die durchgängig ist, nicht so wie hier. Da haben wir im Grunde hier so eine kleine Einkerbung. Das hätte mich mehr gestört, wenn man nicht diese Blättertasten hätte. So muss ich zugeben, mal schauen, wie es jetzt beim Lesen ist, ob das wirklich so einen riesen Unterschied macht. Aber das werden wir ja dann auch rausfinden. So, alles klar. Dann einmal umgedreht. Auch hier haben wir wieder diese schöne Rückseite, die sich wirklich sehr hochwertig und angenehm anfühlt. Also ich glaube, damit werde ich mal Spaß haben. Das ist echt ganz cool. Dann den Einschalter haben wir hier in dem Fall auf der Seite, direkt neben dem Ladeport. Der Akku ist übrigens im Vergleich ein bisschen kleiner geworden, zumindest vom Vision 5 HD zum Tolino Vision 4 HD, weil der hier hat 1200 mAh, der hier 1500 mAh, ist also wie gesagt ein bisschen kleiner. Was schade ist, allerdings muss man auch dazu sagen, die Geräte halten einfach super lange, was die Akkulaufzeit angeht. Da mache ich mir also erstmal keine Sorgen, dass da irgendwie frühzeitig der Akku ausgeht. Hier haben wir noch so eine leichte Gummierung auf der Oberseite, die wir jetzt hier nicht haben. Wie gesagt, wie sich das im Alltag schlägt, muss ich dann erstmal testen, nachdem ich ein bisschen darauf gelesen habe. Aber, und das muss ich echt mal gerade anmerken, wie unfassbar dünn der an der Seite hier wird. Und wenn mein Autofokus mitspielt, dann könntet ihr das auch sehen. Genau, hier sieht man es. Also der läuft so ein bisschen spitz zu. Macht auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten, hochwertigen Eindruck. Und ja, fühlt sich ganz gut in der Hand erstmal an. Wenn wir auch die Geräte mal übereinander halten, sehen wir, dass das schon ein Ticken größer ist. Ich persönlich jetzt in der Bahn würde eher auf den Vision 5 HD setzen und da vielleicht zu Hause den Tolino EPOS benutzen. Aber ob man sich dann noch zwei Geräte kaufen möchte, ist natürlich dann auch die Frage. Genau, das so erstmal zum Größenvergleich an dieser Stelle hier. Der Vision 5 HD kostet übrigens 180 Euro. Wie gesagt, der hier 300 Euro ist das so ein gutes Stück teurer. Ja, was haben wir noch? Wie gesagt, Smartlight bei beiden Geräten. Wir haben diese Wasser-Protection, was ganz cool ist. Das heißt, man kann damit auch im Pool lesen und insbesondere ganz gut im Urlaub. So, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel vergessen, was das sonst noch für Geräte hat. Die haben alle drei den gleichen Prozessor. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht deutlich schneller sein. Der Tolino Vision 5 HD, 4, ist ja beim Umblättern eigentlich ganz in Ordnung, aber so bei der normalen Bedienung ein bisschen langsam, was ich schon bemängelt habe. Deswegen hätte ich ehrlich gesagt hier ganz gerne einen neuen Prozessor gesehen, der ein bisschen schneller ist. Aber mal schauen, ob da die neue Software, die jetzt hier auf den beiden Geräten schon drauf ist, ob die da nochmal was ausmachen kann. Genau, wir haben bei beiden Geräten 8 GB Speicher. Das reicht für wirklich genug E-Books, also da braucht man sich gar keine Sorgen zu machen. Ich glaube, beide haben leider auch nur 2,4 GHz WLAN, was ein bisschen schade ist. Da hätte ich auch gerne 5 GHz gesehen an dieser Stelle und eben USB-C. So, das erstmal so schon mal als kleines Fazit vorweg. Also ein paar Sachen hätte ich dann doch noch gerne gesehen bei den neuen Geräten, aber das neue Design gefällt mir schon mal ziemlich gut. Wie sich das dann im Alltag schlägt, werde ich dann im Review rausfinden, was dann hoffentlich auch in den nächsten Wochen auf diesem Kanal stattfinden wird. Eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist, ihr könnt natürlich auch den Tolino nicht nur so hochkant benutzen, sondern eben auch quer. Und das Coole ist, wir haben jetzt hier einen Sensor eingebaut, der wie beim Handy eben das Bild dann einfach dreht. Macht jetzt in diesem Fall nicht, weil er eben in dem Einrichtungsmodus ist. Und noch eine coole Sache, wenn ihr Linkshänder seid, könnt ihr das Gerät natürlich auch auf der linken Seite verwenden. Also von daher eine ganz gute Sache. Gleichzeitig haben wir auch noch die Möglichkeit, die Schrift ein bisschen größer zu machen als bei den anderen Geräten, beziehungsweise da gibt es so einen neuen Modus in der Software, der eben so ein bisschen für die Barrierefreiheit sorgen soll, dass man eben die Schrift nochmal ein bisschen besser anpassen kann. Und ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen und bleibt dran, abonniert den Kanal und verpasst kein Review mehr. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute.